Hallo, einen wunderschönen dritten Advent schon und mein fünftes Adventstürchen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich fange einfach mal an. Und zwar geht's, ja, es sind immer wieder Sachen, über die ich sprechen darf in diesem Advent. Hallo Simone. Die einfach aktuell sind und die auch aktuell sind, die aktuell sind bei den Leuten, mit denen ich gerade zusammenarbeite und eben dieses Thema inneres Kind oder mein kleines Selbst in mir drin. Hi, Andrea. Und zwar ist es interessant, oder? Meine Coachings, die gehen immer wirklich dorthin, wo es gerade gebraucht wird. Also ich folge nie irgendeinem Konzept. Und offensichtlich ist dieses Thema inneres Kind, das innere Selbst, jetzt gerade wieder im Kollektiven ein Thema und auch für mich persönlich. Und obwohl ich natürlich auch schon dachte, ich habe da schon 100.000 Mal hingeguckt und so weiter. Aber es ist halt nie fertig. Immer wieder kommt eine neue Facette, ein neuer Aspekt des gleichen Themas hervor. Und das ist auch, warum wir hier sind, um uns selbst zu erfahren und um klarer eben immer mehr herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und dann sind einfach so Themen, die an die Oberfläche kommen, die uns dann wieder eine neue Perspektive geben, ein weiteres Spektrum zu der Erfahrung des Einsseins. Und dieses innere Kind, was ist das oder wie sehe ich das? Das ist ja alles nur meine eigene Meinung. Und ich habe es für mich selber so erfahren, also ich war vor allem, habe ich es gestern wieder so intensiv erfahren, deswegen ist es heute auch ein Thema. Ich war gestern in so einem Thermal-Spa-Bad auf vier Etagen und habe wirklich die Zeit genutzt, da reinzugehen, um in mich reinzugehen und zu schauen, was ist denn da wirklich los. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal so meine persönliche Erfahrung und mein persönliches Gefühl. Das ist wahrscheinlich am meisten, wo ihr damit anfangen könnt. Und zwar dieses innere Kind oder die kleine Patricia. Und dieses kleine Ich, das wir ja immer noch mittragen, diese Definition von dem Kleinkind, das wir mal waren und das wir dann irgendwann mal bewusst wahrgenommen haben, das basiert ja auf unserer Geschichte. Und wir haben Erfahrungen in unserer Vergangenheit und die tragen wir halt immer mit und mit, bis wir sie ans Licht gebracht haben, bis es klar ist, bis uns vor allem klar ist, dass die Persönlichkeit oder die Identität, die wir wirklich sind, gar nichts mit diesen Erfahrungen zu tun hat. Nichtsdestotrotz wollen diese Erfahrungen und diese Gefühle und diese Emotionen gefühlt, akzeptiert, gesehen und geliebt werden, damit sie da waren, damit wir sozusagen unseren Job gemacht haben, weil für irgendetwas haben wir ja diese Erfahrungen, wer weiß, was wir alles glauben oder unsere Seele oder unser Plan irgendwann mal gesagt, ja, diese Erfahrung ist ja interessant für diese Persönlichkeit, diese Erfahrung zu machen. Und für mich war halt eine tiefe Erfahrung, dieses nicht gesehen werden und abgelehnt zu werden, vor allem in meiner Familie, von meiner Mutter. Also das war wirklich schon vom Anfang von meiner Geschichte so, dass meine Mutter, als sie schwanger war, ihren Eltern nicht gesagt hat, dass sie schwanger ist und mich dann irgendwie in einem Adoptivheim scheinbar, also meine Mutter hat mir das ja nie erzählt, aber meine Tante hat mir das erzählt und sie wollte mich in einem Adoptivheim auf die Welt bringen. Aber irgendwie aus Wetterbedingungen ist dann dieser Zug nicht gefahren. Sie hat Wehen bekommen und sie hat mich geboren in einem Krankenhaus. Und meine Großeltern haben quasi von der Krankenversicherung darüber erfahren, dass ich geboren bin. Also von ganz, ganz Anfang an war meine Mutter natürlich nicht okay damit, mit schwanger zu sein. Ich war halt zufällig dieses Embryo, habe ich mir das ausgesucht, aber sie war nicht okay damit, schwanger zu sein. Sie war nicht okay mit den ganzen Situationen, sie war nicht okay mit sich. Sie war total überfordert und logischerweise, als Kind nimmst du ja alles an, aber du fühlst ja nur, wie du gesehen wirst und wie man dich reflektiert und dieses dich
wie du reflektiert wirst, also wie du gesehen wirst, angenommen wirst, geliebt wirst oder vielleicht auch nicht, das nimmst du ja dann irgendwann mal auf und glaubst, ja, das bin ich selber, das hat mit mir zu tun, oder? Dem Moment, wo du deine Ich-Persönlichkeit entwickelst, dein Ego, glaubst du natürlich, dass alles auf dich reagiert. Und so gehen wir halt durch die Welt mit dieser Vorstellung, das Außen reagiert auf mich. Und das ist so ein wichtiger Punkt zu kapieren, dass es ja gar nicht so ist. In dem Moment, in dem wir verstehen, das Außen reagiert gar nicht auf dich in erster Linie, sondern du reagierst auf das Außen und das Außen reagiert dann auf dich, wenn du älter und älter wirst. Aber als Kind hast du natürlich diese Perspektive gar nicht und dann wirst du verletzt und du versuchst dich zu zeigen und dazustehen und gehört zu werden, anerkannt zu werden, respektiert zu werden, weil du brauchst ja einen Sinn für dich selber. Du suchst ja, warum, wie funktioniert die Welt? Als Kind bist du ja unterwegs und dann hast du ein Gegenüber, das sich selber in dir reflektiert und sich selber nicht sieht, sich selber nicht liebt, sich selber nicht annimmt, sich selber nicht respektiert. Und dann bist du da als kleines Kind und wirst nicht geliebt, wirst nicht angenommen, wirst nicht respektiert, wirst nicht gehalten, es wird kein Raum für dich gehalten, sondern du wächst halt auf. Und wenn du diese Sachen nachher in dein Leben trägst und meinst einfach, du bist eine Persönlichkeit, die nicht gesehen wird, die nicht respektiert wird, die nicht gehalten wird, die nicht unterstützt wird, die nicht wichtig ist, die nicht wahrgenommen wird und die natürlich letztendlich dann auch nicht geliebt wird. Wenn du meinst, dass das die Wahrheit ist über dich, dann wird sich im Laufe deines Lebens diese Dinge im Außen halt immer wieder reflektieren. Und so war das halt bei mir, also das ist natürlich bei jedem individuell, aber bei mir hat sich das natürlich insbesondere reflektiert in Beziehungen mit Männern. Und lustigerweise war das eigentlich in jungen Jahren, als diese ganze Leichtigkeit und die Unbeschwertheit und dieser Tatendrang und ich will das Leben erleben und ich will mich nur freuen, war das nicht so schlimm. Aber als ich dann älter wurde und insbesondere als ich dann eben dieses Licht und diesen Glanz verloren hat, wie das Leben halt ernster wurde und wo du Geld verdienen musstest und wo du angefangen hast, also wo ich angefangen habe, Paradigmen versuchen zu erfüllen und zu leben und das Leben wurde schwerer und schwerer und schwerer, dann wurde es für mich auch schwerer und schwerer in Beziehungen mit Männern und mit Partnerschaften und insbesondere deutlich wurde es halt dann, als ich dachte, oh ja, das ist wichtig und das ist das Richtige und da ist wahre Liebe und dann kam so ein riesengroßer Wusch an Erwartungen, wie das aussehen muss, also quasi genau das Gegenteil von dem, was ich früher erfahren habe in meiner Familie, wie ich aufgewachsen bin, habe ich natürlich das Gegenteil mir gewünscht, das ist logisch, dass es im Außen kommt und dass ich geliebt werde, unterstützt werde, verstanden werde und so weiter. Aber gleichzeitig bin ich natürlich immer noch davon ausgegangen, ich bin die Persönlichkeit und die Person, die nicht verstanden wird, die nicht unterstützt wird. Und mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Schwingung, mit dieser Vorstellung, die dir erst bewusst wird, wenn du mal genau hinschaust, gehst du natürlich raus und suchst dir Menschen, Männer in diesem Fall, die dir genau das reflektieren, was in dir vorgeht. Und dieses innere Kind oder dein inneres Wesen ist immer noch da und es wird verletzt und es wird nicht gesehen und es wird nicht angenommen und du gehst in die nächste Beziehung und ich keine Ahnung, wie viele Beziehungen das waren, aber es waren sicher 3, 4, die nach dem gleichen Muster abgelaufen sind, wo ich immer wieder das Gleiche rein kreiert habe aus meinem Grundzustand, aus meinem inneren Kind, das halt dann meinte, ja, ich habe ja das alles nicht. Scheinbar ist hier Liebe und scheinbar ist hier Akzeptanz. Scheinbar ist hier Verständnis. Scheinbar ist ja das im Außen, aber ich habe es halt im Inneren nicht gefühlt. Und
diese Sachen, die sind halt immer so heftig und die kommen einem dann so ins Gesicht, bis du diese Perspektive annehmen kannst und dieses Verständnis darüber, wie das Leben funktioniert und wer du in diesem Leben bist und dass du dich entpersonalifizieren kannst und dann irgendwann mal ist halt trotzdem noch dieses Gefühl dieses inneren Kindes oder dieses inneren Wesens in mir, das sich halt dann verletzt fühlt oder das sich einfach hilflos fühlt, das ausgeliefert ist und diese keine Macht hat. Und weil du ja natürlich als Kind diesen ganzen Geschichten im Außen ausgeliefert bist, bis du anfängst, dich zu entwickeln und zu verstehen. Und deswegen sind ja auch all die Menschen hier in dieser Gruppe, weil sie wissen, so kann es doch nicht sein, es kann doch nicht die Wahrheit sein. Und eine dieser Lösungen ist natürlich die komplette Erkenntnis und Wahrheit, um was es denn geht. Und dann zu sehen, ja, dieses Gefühl in mir, das möchte einfach all das, was ich in den Beziehungen gesucht habe und all das, was ich nie bekommen habe in diesen Beziehungen und vielleicht deswegen auch mein Herz verschlossen habe, weil ich mich nicht mehr öffnen wollte, weil wenn ich mich geöffnet habe und diese Emotionen und diese Unterstützung dann eben aus dieser Liebesbeziehung nicht herausgekommen ist, dann machst du natürlich dein Herz zu und distanzierst dich. Und erst wenn du erkennst, was ist da los in mir, was dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, das all diese Sachen haben wollte immer und immer versucht hat, gut genug zu sein, um das zu erreichen und zu bekommen, diese Okayness und diese Unterstützung und diese Erleichterung, dass doch alles gut ist. Und das suchst du und suchst du und ich habe es auch immer gesucht und es kommt halt dann nicht. Und dann bist du da mit diesem Gefühl und erkennst so diese Timeline, wie oft dieses Gefühl hochkam und hast dann einfach wieder Erinnerungen und merkst, oh, da war dieses kleine Mädchen in dieser Situation und war so verzweifelt und war so hilflos und war so alleine gelassen und war so nicht verstanden und war so lost und da war es so und da habe ich mich so gefühlt und da habe ich mich so gefühlt. Und dann erkennst du das und dann weißt du, dass es um was es geht? Es geht einfach um diese Gefühle, die du dir wünschst, dass du da bist, dass du richtig bist, dass du okay bist, dass du gesehen wirst, dass du einen Wert hast. All diese Gefühle, die wir uns selber wünschen und wenn wir die nicht kriegen, dann sind wir so verletzt, dann fühlen wir uns so falsch, dann fühlen wir uns daneben, dann sinkt unsere Schwingung und dann sinkt unser Zustand und wir sind traurig und all das. Und das einfach mal alles herzunehmen und zu erkennen und zu verstehen und einfach zu sagen, Mann, das stimmt ja alles gar nicht. Das war aus diesen und jenen Gründen hast du das gespürt und aus diesen und jenen Gründen war das außen und hat dir immer wieder reflektiert, was du im Innen spürst und dass du es jetzt annimmst und einfach sagst, wow, das ist total okay, dass du das gespürt hast, das ist völlig in Ordnung. Das hat ja natürlich diese Gründe gehabt, das zu spüren. Aber das hat nichts mit dir selber zu tun und mit deiner Wahrheit und mit dem wahren Zustand deines Seins und auch mit der Intention, die du jetzt hier bist in diesem Leben. Und dann kannst du das alles irgendwo annehmen und in Liebe transformieren tatsächlich und kannst hinschauen aus außen und kannst dieses kleine Mädchen sehen in dieser ganzen Zeitreise seines Lebens, wo du diese Erinnerungen an verschiedene Situationen hast, wo genau der gleiche emotionale Cocktail und dieses Gefühl über dich selber und dieses Verzweifeltsein hochkam und du beobachtest und du sagst, ich bin ja nur der Ort und der Platz, in dem das Ganze entstehen und erfahren werden konnte. Und ich bin dankbar und ich liebe es und ich nehme es an. Und ich sehe den Sinn dieser Sache, wie es mich zu einem Wachstum gebracht hat, zu einer klareren Erkenntnis über mich selber und zu einem autonomen Seinszustand, wo ich plötzlich merke, ich muss das nicht im Außen holen. Es kommt ja gar nicht von dort, sondern es kommt aus mir und ich transferiere es ins Außen, in meine Beziehungen hinein, in die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich verstehe, wie ich das Selbstverständnis von meinem Leben verstehe. All dieser Mangel, der mir früher gefehlt hat und wo ich eigentlich dachte, ich bin so schlecht und nicht gut genug,
ist ja nur dazu da gewesen, um dieses riesengroße Bedürfnis zu kreieren und mehr zu schüren, dass mehr von diesem, was ich früher als Kind nicht gefühlt habe, mehr von diesem in der Welt ist. Und dann verstehe ich, dass wenn ich möchte, dass mehr von diesem in der Welt ist, dann bin ich die Quelle dessen, dass das in die Welt bringt. Und dann bringe ich das in die Welt. Erstmal Verständnis, Liebe, Unterstützung, Bedingungslosigkeit, bedingungslose Annahme von allen Facetten und Aspekten meiner selbst bringe ich für mich in die Welt und kann es dann für die anderen in die Welt bringen und kann es dann auf meine Art und Weise ausdrücken und leben und auch wieder scheitern dabei und wieder besser werden, weil das so wichtig für mich ist, weil das quasi mein Lebenselixier ist, weil dieser riesengroße Mangel, mit dem ich hier auf die Welt gekommen bin, einfach immer dazu beigetragen hat, herauszufinden, wie kann ich diesen Mangel füllen, wie kann ich hier in die Fülle kommen, wie kann ich das heilen. Und hallo, danke für das Herzchen. Und indem ich das eben alles in mir selber heile und diesen Mangel ausmerze und in diese Bedingungslosigkeit reingehe und sage, ja, es hat mir gefehlt und ich brauche nicht im Außen das zu holen, sondern viele sagen auch, ich mache einen Download dieser Gefühle und Emotionen und packe sie in meine Persönlichkeit und meine Identität und bin so okay so. Und das ist meine Entscheidung und so will ich leben und dann bist du unabhängig und fühlst dich irgendwie gut in jedem Moment und jeder Moment im Außen spiegelt dir immer wieder, wie hoch dein Füllestand sozusagen ist, oder? Und jedes Mal, du irgendwie wieder verletzt fühlst oder enttäuscht wirst, dann weißt du, oh ja, da kann ich noch auffüllen, da darf noch mehr kommen, ich kann noch mehr auffüllen und ich kann noch mehr von dem nach außen transportieren. Und das ist ja nicht materiell, sondern es ist einfach eine Vorstellung, eine Emotion, ein Gefühl und dann transportierst du das nach außen und dann manifestiert sich das auf eine oder die andere Art und Weise in deinem Leben. Und solche Erkenntnisse, die finde ich so wunderschön und die finde ich so befreiend und ich glaube, dafür sind wir alle hier auf der Welt, um eben diese Einheit zu verstehen und für uns selber, ich meine Worte, was sind Worte, das ist alles so schwierig zu verstehen, aber jeder für sich selber muss eben dieses Konzept für sich finden, dass er einfach okay ist und diese Okayness auf seine individuelle Art und Weise lebt. Ja, ich bin mal gespannt, was hier rauskommt, weil jedes Mal, wenn ich dir meine Videos wieder anschaue, dann sage ich, boah, ist der wow. Oder weil ich komme auch nur mit einer Intention an, wo ich etwas vermitteln will und weiß aber nicht genau, welche Worte ich nehmen soll. Und dann setze ich mich hin und dann habe ich hier die Intention und sage, okay, schau, zeig mir mal, wie ich da hinkomme. Und dann ist es immer super spannend, was für mich nachher letztendlich auch rauskommt, wenn ich das selber wieder anschaue und super spannend, wie das ja ankommt für euch und wen das, wenn das erreicht und wen das weiterbringt. Und das macht mir wahnsinnig Freude und ich bin dankbar, dass ich mich bemächtigt habe, das zu tun, weil es füllt mich wirklich aus und jeder von euch, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns alle zeigen, weil das ist so spannend und das sind die Facetten des Lebens und ich freue mich über alle, die hier gesagt haben, sie machen Adventsfenster, weil das ist doch so eine schöne Gelegenheit, sich mitzuteilen. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent und bis morgen. Tschüss!